Ich mache Puderzucker, Nudeln, Mehl, das, das. Susi, alles her. Oh Gott. Das ist halt ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich glaube wirklich, wenn man alles voll hat, also so ein Regal pro Produkt und dann alles voll hat, dann hält das auch bestimmt mal ein, zwei Tage und dann ist einfacher. Aber ich weiß nicht, ob dann ein Einräumer hilft. Wahrscheinlich braucht man mehrere. Was passiert, wenn ich einen riesen Laden habe? Dann habe ich ja gar keinen Überblick mehr. Stellt euch vor, noch drei Lizenzen oder so. Naja. Das ist halt, also weiß ich nicht, da, pro Stream dann ein Arbeitstag oder so. Ich mach mal so. Oh, nee, so wollte ich nicht. Wasser, Kaffee, Tee, Milch, Eier, Olivenöl, Reis, Orangensaft. Ich mache mal einfach so von jedem eins. Kann ja nicht verkehrt sein. Hallo Fleischwolf. Was, Päckchen gesendet? Nee? Hä? So. Schmati. Öl. Choco. Choki Chocobo. Wasser. Grünes Öl. Und Kaffee. Eierkäse. Eierkäse, Orangensaft. Eierkäse, Orangensaft. Eierkäse, Orangensaft. Spaghetti, Apfelsaft. Eierkäse, Orangensaft. Spaghetti, Apfelsaft. Eier. Eier. Käse. Orangensaft. Boah. Acht Päckchen Kaffeestück, ja wirklich. Was wollte ich noch? Spaghetti. So. Hey, das hat genau gepasst. $55, das ist ja, also als hätte man nichts mehr. In dem Spiel zumindest. Bin echt okay. So. Da sind $55 immer noch etwas. Wobei es auch immer weniger wird, was 55 sind. So. Alicia ist ein guter Merkzettel. Apfel. Apfel, Apfel. Eier. Ah ja. Apfel. Ich hätte auch gerne, dass man irgendwie skillen kann, dass in der Packung dann mehr Sachen drin sind oder so. Dass man einfach weniger laufen muss. Das würde dann auch ein bisschen helfen, dadurch, dass man immer mehr Produkte hat. So. Der ist so langsam, der Typ. Okay, ich teste mal, ob das funktioniert. Und dieser Rucksack ist ja auch direkt an der Front. Da hast du recht.
man kann Waben und Böden ändern. Ja, aber du musst halt, also ich weiß nicht, womit es genau. Oh. Oh, das war gestern aber noch nicht. Das war gestern noch nicht. Weil du musst irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich den Laden genug erweitern oder so. Und gestern, als wir geguckt hatten, war es noch nicht da. Hallo, Sir. Fängt ja schon super an, der Tag. Hallo, Mandy, Manu. Hallo, John Boy. Warte mal, ich würde mal gern was gucken. Wir könnten schon mal so ein Eckregal testweise kaufen. Um zu gucken, ob das funktionieren würde. Möbel, Eckregal innen. Hallo, ja, da bin ich schon. 9. Ich brauche Geld, deswegen muss ich hier schneller machen als er. Bei ihm vergeht der halbe Tag und dann kriege ich erst Geld. 2, 3, 50. Welche Kaffeesorte hättest du gern? Gar keine. Ich nehme weiter meinen schönen Pulverkaffee mit Wasser aufgegossen. Hallo. Es ist so typisch. Das ist auch in echt wirklich so. Alle gehen in den Laden rein und man denkt sich, ja, jetzt jeder nacheinander, so entspannt. Die können ja nicht alle gleichzeitig einkaufen. Also und lang, also gleich lang brauchen, um die Waren zu sammeln. Aber nee, keiner geht an die Kasse, bis einer an die Kasse geht und dann kommen sie alle. Alle. Supermarkt Level rechts oben noch zu laut. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Aber mich wundert es, dass man da keine Benachrichtigung bekommen hat. Vielleicht habe ich sie auch übersehen. Kann natürlich auch sein. Danke. 8, 9, 5. Danke. Wiedersehen. Boah, wie schnell das mit dem Geld geht. Vielen Dank für die Blumen. Nochmal vielen Dank. Wiedersehen, schönen Tag noch. Hallo, herzlich willkommen. 3,150. Noch. 8. Nichts wissen. Neben Supermarkt in ein random Regal stellen und genau dann will da jemand hin. Ja, oder du kannst, wenn du dir eine Einkaufsliste machst, und dann wirklich, du kannst von Produkt zu Produkt gehen und es ist immer genau da jemand, der gerade einräumt. Ich kenne das nicht. Bei uns da, ich weiß nicht, das kenne ich wirklich nicht, dass Leute einräumen, während noch normaler Kundenverkaufsverkehr ist. So, ich kenne das so, dass das halt morgens vor dem Ganzen gemacht wird und abends danach, nachts halt. Aber das. Irgendwie ist es inzwischen so, dass einfach zu normalen Einkaufszeiten alles vollgestellt ist mit Einräumsachen. Das ist generell sehr spannend. Ich finde es ganz schrecklich. Also wirklich ganz schlimm. Weil die Leute können nicht gescheit einräumen und die gehen dir auch nicht aus dem Weg. Du stehst da und wirklich, da kannst du dann 20 Minuten stehen, bis sie da eingeräumt haben. Die sind nicht so. Ja, Entschuldigung, hier, komm, nehmen Sie, was Sie brauchen. Oh. Dann können wir wirklich noch weniger. Ja. Keine Ahnung, also bin da jetzt nicht so der Fan von. Und zu dem Personal. Ja, aber normalerweise sind die Einräumer nicht, also nicht die Angestellten gewesen. Normalerweise sind es externe Firmen, die einräumen. Weil, also, ich musste auch nie Sachen einräumen. Kaufe ich einfach noch ein Regal dazu. Noch so ein schönes Regal dazu. Welche Farbe nehme ich denn nicht? Also es gibt ja gar kein Rosa. Vielleicht nehme ich dann einfach
das da. Und dann kaufe ich noch mal alle Sachen, die ich jetzt so ausgewählt habe. Oh, da fehlt noch eins. Schwarztee. So. Und dann gucken wir mal. Das mit Extern kenne ich gar nicht. Echt nicht? Bei uns war das so. Also, das hatte bei uns nichts mit den, also, Supermarktangestellten zu tun, sondern nur eine externe Firma hat das gemacht. Die waren aber dann auch wirklich über Nacht da. Also manchmal waren die noch ganz früh morgens da. Was ja auch okay ist, weil da ist halt fast nichts los. Also, ne? Aber sonst. Hat der Verkäufer für die ganzen plaudernden Omas, die immer den Weg versperren. So oft ist das tatsächlich gar nicht. Also, zumindest kenne ich das so. Also, war das bei mir nicht so? Ach, Herbert, Hugo, Egon, Balder, geh doch mal weg. Okay, das kriege ich jetzt natürlich nicht perfekt bündig hin. Was passiert, wenn ich das... Okay, das geht nicht, schade. Ich brauche eine Supermarkterweiterung. Das funktioniert so nicht mehr. Ich könnte das natürlich nochmal einpacken. Aber ich will das ja... Boah, wir brauchen dringend eine Rückwand dafür. Das ist ja schrecklich. Okay. Ja, aber das geht, oder? Oh, ein Moment. Oh, nee. Entschuldigung. Excusez-moi. Wir sind hier. Hier, das geht schon so, oder? Ah, schön. Danke. Entschuldigung, die Umbaumaßnahmen, ne? Also, und es wird alles teurer. Wir müssen gucken, dass das, also, eine Person mehrere Jobs gleichzeitig macht und das, leider ist das dann auch in dem Kundenverkehr drin. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür. Es ist alles nur zu Ihrem Besten, ne? Weil wir wollen alle nur Ihr Bestes, nämlich Ihr Geld. Danke! Ich könnte jetzt natürlich, okay, warte, lass mal. Ich hoffe, wir können noch eine Erweiterung aussitzen. Also eine Produktlizenzerweiterung, meine ich. Weil die kostet wirklich viel, die neue Ladenerweiterung. Wenn wir jetzt den nehmen. Oh, verdammt. Ja, nee. Weil das Regal gehört da eigentlich gar nicht hin. Das Regal gehört da überhaupt nicht hin, weil das müsste ein kleines sein. Naja, machen wir erstmal so. So. Also wir hätten hier zwei, drei. Hier können wir noch ein kleines, vier. Ups. Lizenzen. 3, 4, 5, 6. Also Joghurt ist wahrscheinlich frische. Egal, sonst... Vielleicht ist ja ein frische, aber dann brauchen wir ja auch wieder ein neues Regal. Ach, verdammt. Ich glaube, wir kommen vielleicht doch nicht damit durch. Oder wartet mal. Ich habe eine Übergangslösung. Guckt mal. Was haltet ihr davon? Nur vorübergehend? Kann man so machen notfalls, oder? Sehr viele Rentner gibt. Ach, Gisela, lang nicht gesehen. Stimmt, vorgestern erst. Da stellen wir uns mitten in den Gang und labern erstmal eine Runde. Ja, ich kenne das halt nicht so schlimm im Supermarkt, sondern eher so überall sonst. Oh, ich passe hier sogar durch. Schön. Das bei den Community-Treffen. Ich meine, ich könnte rein theoretisch hier ein Regal hinstellen, weil, also die stehen ja eh nur bis dahin.
Jarvis braucht einen neuen Kühlschrank. Nehme ich einen Mini-Kühlschrank? Obwohl ich würde... Nee, wir nehmen schon einen normalen Kühlschrank. Dann nehmen wir ein kleines Regal. Oh, warte mal. Nächster Tag, damit ich es auch kaufen kann. Wie sieht's im Lager aus? Okay, Tee, Kaffee. Tee, Kaffee, Erdnuss. Oh. Okay, wartet. Erstmal einräumen. Okay, vielleicht doch nicht. Hupala. Was ist das? Ach, der Boden. Was? Dafür habe ich $200 ausgegeben? Labernet. Danke für die 50 Bits, Lurker. Und das sehr gut widerspiegelt meiner Emotionen. Danke. Und wofür reicht die Farbe? Für zwei Wände? Ich bin nicht begeistert. Das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ich guck mal nach Produkten. Also Kaffee brauchen wir wirklich. Kaffee, Puderzucker, Müsli. Kaffee, Puderzucker, Müsli. Kaffee, Puderzucker, Müsli. Kaffee, Puderzucker, Nudeln. Welches mehr wollte ich? Nehmen wir einfach Müsli. Ich brauche eh alles. Eigentlich. So. Dann würde ich erstmal das hier wieder einpacken. Weil das war ein Fehlkauf, aber das ist in Ordnung. Und das geht nicht, schade. Dann stelle ich den erstmal hier hin. Denkt einfach da. Was mache ich jetzt mit dem Kühlschrank? Also wartet. Ich stelle ihn mal ganz kurz so hin. Also, das kleine Regal sollte ich vielleicht auch platzieren. So. Ja. Übergangsweise. Dann müssten wir eigentlich neue Produkte holen können, oder? 1, 2, 3, 4. Oh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich fehlt genau eins. Toki Joko Chocobo. Das ist voll. Das ist blöd. Finde ich nicht gut. Ich fülle einmal auf. Ich habe hier noch 4. Ich stelle es davor. Der kümmert sich schon drum, der Egon. Oh. Naja, ich stelle es auch davor. Der kümmert sich schon drum, der Egon. Ich habe vergessen, dass es ja nur 2 hat. Nur 2 Plätze. Naja. So. Dann einmal Kaffee. Dann 2-mal Kaffee. Dann nochmal Puderzucker. Nochmal Noodles.
Und noch ein zweites Mal Noodles. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Ganz gut. Ja, eigentlich ganz gut. Bis auf der Tee vielleicht. Der Tee könnte ein bisschen aufgefüllt werden. So, Preise. Nur Orangensaft. Okay. Ja, passt. Ich glaube, beim Tee helfe ich ihm kurz. Oh. Tanja und Bömer versperren schon seit 2 Tagen das Eisfach. Das ist in Ordnung. Das dürfen die. Die dürfen alles. Okay. Bist du bald fertig, Hans? Hugo Horst? Hans Hugo Horst. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir können los. Let's go. Abfahrt. Ich bin dran. Tani würde sowas nie mehr tun. Ach, du schon, Bürmer. Ja gut, du bist eine Katze, du brauchst das. Nee, Klebi, du darfst nicht. Nur Tani und Bürmer dürfen alles. Soda ist zu teuer, warum? Können wir darüber nochmal reden? Ey, komm schon. Das ist ein guter Preis. Ich finde, also alles, was nicht 50 Cent zu teuer ist, ist in Ordnung, oder? Ja, bin mal eine Katze. Ja, und Tannenbaum. Hallo, die Damen. Schoko mit Müsli, okay. Wiedersehen. Okay, lieber Schoko mit, lieber Toast mit Müsli, meine ich. Als Müsli mit Cola. Oh, ich mag die Farbe, ich finde die sehr schön. Die passt auch vorzüglich zu dem Boden und zu den Regalen. Schade, dass sie so teuer ist. Und schade, dass meine Kunden mich einfach hassen. Danke. So. 2. Warum eigentlich keine rosa Wände, weil es immer noch keine gibt. Warum ist hier eigentlich immer... Was ist denn mit dem Wasser? Also... Ey, kommt schon, Leute. Hallo. 4, 7, 5. Sehr gut. 5, 6, 5. Wo Dosen Ravioli? Die kommen noch. Die sind mit dem Lieferwagen verschwunden, glaube ich. Da hat jemand geplündert oder so. Vielen Dank. 2, 1. Dankeschön. 6, 1. Ich finde gut, dass meine Priorität gerade bei Wänden liegt und nicht beim Lager ausbauen. Macht Sinn, glaube ich. Oder halt auch nicht. So, du darfst wieder. Ich nehme jetzt 2-mal die mit. Ich hätte halt echt gerne den Boden. 1, 2, 3, 4. 4 Plätze. 1, 2, 3, 4. Mit meinem Glück ist das genau nicht das. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine vorübergehende Idee. Ich weiß nicht, ob die Idee durchgeht.
Geld in die Schale. Ich packe meinen PC kurzzeitig dahin. Dann. Nehme ich Mehl. Ups, hier. Mehl. Nochmal Mehl. Und einmal das Öl und einmal das Öl. Das wird schon gehen. Wie viel brauche ich? Also, oh, da fehlt noch was. Dann nehme ich noch einmal Toast mit. Den habe ich, glaube ich, lange nicht gekauft. 680. Können auch zu mir kommen. Cola-Soda ist zu teuer. Warum? Muss ich doch krummere Preise nehmen? Wiedersehen. Hä, Sir, Sie sind neu hier. Vielen Dank. 5. PC ins Lager haben wir vorhin schon evaluiert, ausgiebig. Warum nicht? 10. Oh oh. Jetzt wird's dunkel und ich muss hier aber... Ja, klar. Lass sie vor. Ich hätte dich schon längst in der Zeit abkassiert. Die lässt dich trotzdem nicht ran. Glaub mir. Die wird dich vergessen. Kaufen. Oh. Also was, wenn wir das jetzt einfach hier kurzzeitig so hinstellen? Ob dann... Ist da noch ein großes hin? Warte mal, viel wichtig... Boah, das wär gut. Okay, wartet. Was? Es passt da tatsächlich... Oh mein Gott, ich habe mich schon alles umräumen sehen. Ich habe zwar nicht gern Kunden im Nacken, weil, also, wenn ich hier stehe, dann habe ich Angst, dass sie mich umbringen. Aber naja. Naja, nicht wahr? Oh, Wand. Fleischwolf, es ist verbunden. Ich habe nur noch ich habe es noch nicht freigeschaltet. Kassen sind voll, wirklich? Das ist aber schade. Ich muss gerade meinen Laden streichen. Tut mir leid. Keine Farbe mehr im Eimer. Ach, das ist traurig. Sehr traurig. So, einen Moment bitte. Ich komme sofort. Die zweite Kasse hat geöffnet. Du hast den Farbeimer vergessen. Mein Michael. Dass sie alle immer noch nach Ladenschluss hier rein. Ey, das ist der Wahnsinn. Wiedersehen. Danke. Vielleicht sollte ich die Produkte alle zu teuer machen, weil dann muss ich weniger nachfüllen. Und verdiene aber mehr dran. Das würde alles ein bisschen, also weniger, also stressig machen vielleicht. Öl. Ja, das passt ja da rein. Sehr gut. Einfach nicht genug Geld. Wie halt immer, ne? Es mangelt immer am Geld. So. Hä? What about this? Okay. Es wird genau nicht reichen. Mhm. Die Ecke ignorieren wir, okay? Das passt so. Das hat man jetzt halt so. Und wieder 400 weg. Ja,
wart ab, bis ich auch noch den Boden, also auf dem Boden bestehe. Ach ja. So. Ey, wirklich, Angestellte hat man für nix. Für nix hat man die. So, rotes Mehl. Ist halt eigentlich aufgefüllt, aber gut. Wenn ich dadurch einen Laufweg von ihm spare, ist alles gut. So, wir brauchen Nudeln, Spaghetti. Nudeln, Spaghetti, Kaffee. Nudeln, Spaghetti, Kaffee, Wasser. Nudeln, Spaghetti, Kaffee, Wasser. Nudeln, Spaghetti, Kaffee, Wasser. Nehmen wir auch nochmal Eier mit. Gut. Hast du alle? Sehr gut. Okay, wir gucken, wann er fertig ist. Gut. Olivenöl-Soda. Olivenöl-Soda. Olivenöl. Das passt schon. Oh, ich mach krumme Zahlen. Ey, wirklich die Kunden, ne? Undankbare Bitches. Wasser, 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 Wasser. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Entschuldigung, Sir, könnten Sie mich bitte vorlassen? Ich bin Ihr Vorgesetzter. Wenn Sie Ihren Job behalten möchten, ne? Also, würde ich mal ein bisschen halt, also, ne? Okay. Mal da rein. Wasser. Entschuldigung, der nervt aber ganz schön. Also, oh. Hä? Eier. Ich wette, da kann ich auch noch eins einräumen, oder? Ah, hier. Ja, definitiv. Ich liebe alle meine Kunden. Meine Kunden sind nicht das Problem, meine Angestellten sind das Problem. Okay, jetzt rein theoretisch. Wie viel bräuchte ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 1, 2, 3, 4. Vielleicht sollte ich... Nee, doch, das sind einzelne, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Ich hab 7! Ich brauche nur noch 17. Hier würde eins noch hinpassen. Ich glaube, das ist noch ein Traum, der in weiter Ferne liegt. Aber, naja. Okay. Mehl. Mehl, Toast. Mehl, Toast, Milch. Mehl, Toast, Milch, Erdnuss. Mehl, Toast, Milch, Erdnuss. Doch, das sind ja zwei Mehle. Mehlze. Also Mehl, Toast. Milch, Erdnuss. Okay. Er hätte es fast geschafft.
Wirklich fast hätte er es geschafft. Oh, du hast gerade Milch weg. Okay, naja. Prost. Mit oder ohne Euro-Münzenschloss. Wow. Oh. Aber berechtigte Frage. Dann so. Milch. Die Muich. Tösten. Tösten. Mehl. Oh. Also das war Nudel. Da ist eins drin. Hier. Kümmer dich drum. Ach Gottchen. Also. Erdnuss. Und noch eine Erdnuss. Gut. Dann können wir, glaube ich, den Tag starten. Let's go. So. Wartet mal. Ich mach mal gleich. Obwohl, wartet. Also, Rechnung sollte ich mal wieder zahlen. Oh mein Gott. Pleite! Schön! Lager kostet 1200. Ich sollte. Ne, ich brauch's Lager, um mehr Regale zu haben, um weitere Produkte anzubieten. Okay. Oh. So. Kann jemand bitte das rote Mehl einmal mitnehmen? Danke. Das rote! Ey. Ah. Danke. 5, 4. Das Mehl, bitte. Das Mehl ist ein ganz tolles Mehl. Das ist ein super Mehl. Das ist ein wundervolles Mehl. Danke. Ach doch, war's. Oh, ich wollte gerade sagen. Weg. Rotes Mehl jetzt kostenlos? Nein. Sehr gut, Hugo Horst. Ich dachte schon angedeutet, ich auch. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Sagen wir es so. Hier 50 Cent zurück. Sie sind meine, wirklich mein, also ich bin ihr größter Fan jetzt. Für sie gibt es sogar Wechselgeld. Wow. Vorrat. Danke, dass Sie extra vorbeigekommen sind, um das rote Mehl zu kaufen, aber Sie waren leider zu spät. Dankeschön. 60, 50. So. 8, 4. Was macht das so besonders? Ich muss das nicht mehr verkaufen. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Okay. Ich mache mal eine Sache. Ich feuer den mal kurzzeitig. Ich mache den Tag heute allein. Der steht da nur rum und beobachtet mich. Finde ich nicht gut. Wiedersehen. 529. So. Was ich übrigens interessant finde, es gibt so ein, also es wurde so ein Rewe renoviert und der hat plötzlich das Kassenband so hoch. Also das geht wirklich bis hierhin. Ich frage mich nur, ob das sinnvoll ist. Weil was ist, wenn ein Kind einkaufen geht? Pappaufsteller kaufen? Ja, nur, also weiß ich nicht, wer will denn einen Pappaufsteller von ihm? Also... Vielleicht spare ich mir das auch ganz lieber. Oh Gott, ich dachte gerade, da ist ein Spiegel. Aber es waren nur Zwillinge. Alles gut. Ja, die ist toll, die Milch. Die hält sich auch ewig. Wirklich. Also eine Zombie-Apokalypse überlebt die auf jeden Fall.
Also die hat auch 3 von den Milchs gekauft. Den Muichs. Danke. Achso, 1. Ja, Entschuldigung. 6. 6 Geld. Wenn man da die Wasserkasse noch... Geht schon, geht schon, geht schon. Man darf halt keine Spaghetti-Ärmchen haben. Milch 6er Pack nicht finden. Was? 101, 5. Ein Moment bitte, Sir. Produkte. Also kaufen. Entschuldigung. Mein Angestellter. Der kann einfach nichts. Was kaufen die jetzt auch plötzlich so leer? Was ist da los? Horst Hugo Hans, bitte, ja? Das ist doch nicht schwer zu merken. Ich bin sofort da. Okay, fertig. Oh. Hallo. Dankeschön fürs Warten. Ist schon wieder eine Pandemie da, ha? Muss schon wieder gebunkert werden. Vielen Dank. Oh Gott. Für nix. Ein Dollar hier. Kann mal jemand das Licht anmachen? Ich bin hier allein. Hallo? Also, hat sie mir schon gegeben? Hast du nicht gepeilt? Ach, Gott sei Dank haben wir die Milch nachgefüllt. Okay, ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen zweiten Verkäufer haben. Ich glaube, das wird sonst schwer. Ich muss flexibel rein und raus können. Also, oh, das wollte ich nicht. Vielen Dank. Hier 7, 9. Puderzucker, eieiei. Ich habe bald Süßigkeiten, da müssen sie nicht mehr den Zucker lutschen. Alles gut. 5, 1, 9. Ja, 6, 3. Vielen Dank. Ja, ja, bin sofort da. Ups. Upala. Ich habe mal kurz nebenbei gekauft, damit ich also gar nicht auf dumme Gedanken komme, irgendwas Komisches zu kaufen. 5, 6. Vielen Dank. 15. Jetzt kauft er aber doch nochmal. Danke. Ich wollte gerade sagen, sonst kriege ich da nicht mehr genug Geld fürs Nachbestellen. Kinder in den Laden. Sie sind doch schon da. So klein wie die ist. Okay, tschüss. Wiedersehen. Dankeschön. Ich würfel, es ist ein Zuckergrund. 3, 6, 5. Wiedersehen. War es das? Ich glaube, wir sind durch, oder? Oh! 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 Hurra! Hurra! Ja, das ist aber blöd. Immer. Das ist aber, also, ungut. Naja, das muss schon gehen, so. Aber läuft er dann, gut, jetzt läuft er dadurch. Ich wollte gerade fragen, ob er nur nicht durch den Laden gelaufen ist, weil er nicht durchgekommen ist, oder ob das auch so bleibt. Okay. Wir brauchen ein neues Licht. Wobei, das reicht.
Also. Einmal Möbel. Würde ich auf jeden Fall Scheinwerfer. Glaubt ihr, wir kommen da durch mit den Produkten? Noch Spaghetti. Spaghetti, Kaffee. Orangensaft, Milch. Spaghetti, Kaffee, Orangensaft, Milch. Die kaufe ich gleich dreimal. Spaghetti, Kaffee. Orangensaft. Und die Milch. Gut, passt. Ich beende kurz den Tag. Produkte nicht gefunden. Ja, weil der räumt halt nicht. Also, naja. 8 Dollar Liefergebühr. Warum werden die teurer? Okay, ich stelle ihn doch wieder ein. Nee, warte. Nein. So. Ich stelle ihn kurz ein. So. Obwohl, ein Stückchen geht schon, oder? So, damit es wenigstens, ne? Das geht schon. Mal gucken, ob das geht. Inflationsupdate. Schlimm. So. Mehl. Wasser. Mehlwasser. Das gute Mehlwasser. Jetzt so. Oh, wir haben ja noch Milch. Also irgendwann kann ich nicht mehr nachfüllen. Irgendwann muss er das alles komplett übernehmen, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo irgendwas steht. Noch mehr Milch. Naja. Vielleicht sollte ich die aus dem Warenkorb kicken. Ja, statt der Milch nehmen wir gelbes Öl. Statt der Milch. Oh, das sind 3 vor allem. Also, dann muss ich dahin. Nehmen wir. Ja, eins von dem und dann dafür noch 2 gelbe. Okay. Wir sind geöffnet. Oh. Murder in the Lager. Oh. Only Murders in the Building ist so eine schöne Serie. Ich habe erst 2 Staffeln geguckt. Weil ich Angst habe, dass ich, wenn ich die dritte gucke, dann. Also, so lange bis zur vierten. Ja. Okay, wie mache ich das jetzt hier am besten? Das Problem ist, das gehört alles zusammen. Die kann ich nicht voneinander trennen. Die sind wie ST und CK. Verdammt. Entschuldigung? Achso. Wird aber auch Zeit, dass hier Leute reinkommen. Hier kann eins hin. Das ist so eine bescheuerte Größe. Also, ich weiß nicht. Ja, wir könnten. Warte mal, wir könnten das so. Wieso an meiner Kasse? Und dann können wir da eins hinstellen. Und dafür tun wir das einfach erstmal so hin. Ja, keine Ahnung.
Ja, ich bin ja schon da. Wieso stellen die sich jetzt auch an meine Kasse? Nur weil sie nicht. Die haben sich jetzt sonst immer nur an eine gestellt. Naja. Oh. Dankeschön. Sie sind eine gute Kundin. Wie viel Geld brauche ich? Verdammt. Komm, kassier ab. Sehr gut, danke. Das wird jetzt... Oh nein. Ich ignoriere das. Er muss das machen. Heute ist so viel los da. Also ich muss so viel arbeiten. Das geht nicht. Mit Absicht unpraktisch gemacht. Ja, damit man doppelt kaufen muss. Weil alle zwei ist ja wieder okay. Oh, naja. Ich komme bitte. Habe ich ihm gerade 5 Cent zu viel? Egal, geht aufs Haus. Viel Spaß. Ich wollte auch mal was zurückgeben, nicht wahr? Oh, jetzt könnte man... Jetzt macht es Sinn, tatsächlich. Den in die Ecke, falls das geht. Ah, nee. Nee, dann nicht. Dann bleibt er da stehen. Find ihn gut da. Weil das wäre jetzt... Oh, immer noch. Naja. Kommt auch an meine Kasse. Das geht dann alles ein bisschen schneller, weil hier ist gerade so viel los. Und mein Einräumer, der muss über euch stolpern wie sonst kein zweiter. Das ist blöd. 3,50. Danke. 3,78. Der Karton im Lager, das ist noch nicht... Also das kommt dann, wenn ich neue Regale habe. Das ist gerade nicht so, dass das Priorität hätte. Wieso wollen alle zu dir? Regale sind im Lager voll. Was? Also ist ja gut. Naja. 18. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es wird auch nicht besser, wenn wir mehr Sachen haben. Ich würde an deine Kasse gehen, danke. Ja, jeder normale Mensch würde doch eigentlich an meine Kasse gehen, weil es schneller geht, oder? Kein Mensch will doch da an der Kasse die ganze Zeit stehen. Vor allem, wenn eine frei ist und die andere komplett voll angestanden ist. Ja, nee, ich stelle mich lieber zu den anderen. Ich meine, vielleicht ist das auch irgendwie so ein Hobby oder so ein Kink, keine Ahnung. Aber also, ich will eigentlich immer schnell aus dem Supermarkt dann raus, so... Die hübscheste Sitz. Ich weiß nicht, wie unser Charakter aussieht. Aber also, wenn ich mir ihn angucke, können wir gar nicht also so gut aussehen. Zu teuer? Warum? Ja, okay. 2,80. Okay. Ist jetzt besser? Ist geschlossen. Oh Gott. Jetzt machst du sofort wieder auf. Hier ist ja alles voll. Ja, Kassen sind voll. Einen Moment bitte. Jetzt wäre halt schön, den Lichtschalter hier zu haben. Ich würde die gern umplatzieren können. Was hat der denn für Probleme, der Mann? Was hat er denn? Wir müssen gleich... Achso, unten. Hallo, da bin ich schon. Ja, also wissen Sie, das kennen Sie ja wahrscheinlich... Immer diese unzuverlässigen Mitarbeiter, ne? Da muss man immer dreimal mehr arbeiten. Als wenn man sie gar nicht erst hätte. Kennen sie alle, nicht wahr? Ja, ich rede von dir. Dankeschön. Arbeitet der jetzt nicht, weil er die ganze Zeit versucht, Sachen ins Regal zu bekommen? Wirklich? Was ist denn jetzt sein Problem?
denn sein gottverdammtes Problem? Ich habe einen Karton in der Hand, den er nicht abstellen kann. Wo ist er denn? Ach da. Was hast du denn? Ist das die Sechsermilch? Versuch's nochmal, hä? Ey. Wirklich? Wieso bin ich so bestraft worden? Also, Entschuldigung. 6, 7, 5. Elektrikerausbildung. Ich kann hier alles. Ich habe auch keine Malerausbildung für Wände streichen oder Boden verlegen, irgendwas. Oder Regale aufbauen oder kassieren oder Geschäft führen. Also ich glaube nicht, dass ich die Ausbildung brauche. Ich kann einfach alles. Wir sind Berthold, der Alleskönner. Neuen Schalter kaufen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Aber habe jetzt auch nicht so extrem danach geguckt. Okay. Nee, nicht, dass es so aussehe. Also. Mal hier Kaffee. Es ist voll. Hm. Dann Ölöl. Ölöl. Ach, alles muss man hier selbst machen. Ganz schlimm. Oh mein Gott. Nur weil er die ganze Zeit verweigert hat zu arbeiten. Nur weil er zu doof ist, einen Karton auf den Boden zu stellen. Nudeln, Orangensaft. 3,50. Nudeln, ne? Wow. Ich kaufe jetzt einfach mal Sachen, die ich hier so sehe, ja? Also Mehl, Öl, Reis, Nudel, noch eine Nudel. Dann nehme ich den. Oh, dann bestelle ich das natürlich auch erstmal. Danke. So. Und versuche ihm mal so unter die Arme zu greifen. In der Hoffnung, dass er ein bisschen schneller wird. So. Ich bin echt gespannt, was noch so für Produkte kommen. Ich will mich extra nicht spoilern, weil ich könnte sie natürlich alle lesen. Aber... Das ist doch der Spaß daran, nicht zu wissen, was man freischalten kann. Ah, hier ist eins. Stell ich davor. Bevor der da wieder sowas einräumt. Spaghetti. Nochmal Öl. Sehr gut. Dann Müll. Oh. Ich hätte gern einen Teppich. In Zeitschriften. Ja, ich hoffe halt auch irgendwie ein bisschen so auf Alkohol. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es extra nicht reingenommen haben. Genauso wie wahrscheinlich Fleisch nicht dabei sein wird. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Keine Ahnung. Okay, die eine Box. Geht die inzwischen wieder rein? Ja, sehr gut. Milch, Wasser, Käse. Milch, Wasser, Käse, Reis.
Milch, Wasser, Käse, Reis. Milch, Wasser, Käse, Reis. Oh mein Gott. Okay, wir machen fünfmal erstmal. Fünf. Ich baue jetzt einfach drauf, dass man jeweils einen Karton einräumen können wird. Und ich glaube, ich habe gut drauf gebaut.